So. Das Einzige, was mich in Prismania City immer stört, ist, dass der Weg zur Arena so lang ist. Das ist immer so ein bisschen... Nee. So. Nee, nicht schaufeln, zerschneiden. Du warst schneller als ich! Was?! Ich hab's beschworen. Das tat mir einfach nur so leid, weil du das vorhin schon mal gemacht hast. Na komm, da der Baum eh nachwächst, nehme ich jetzt erstmal rechts und links. Gracie, ich habe gerade nur aus dem Augenwinkel auf deine Nachricht geguckt, weil ich hier noch auf die Textbox geguckt habe und habe nur gelesen, dann nehme ich einfach die Katze für Food. Und da hab mir so... hä? Dann habe ich noch mal hingeguckt. Ich weiß, du würdest die Katze nie essen. Aber das war etwas irritierend auf den ersten Blick. Wenn die Katze aus Schokolade wäre, vielleicht. Aber interessant, dass wir jetzt schon 2,5 Stunden streamen. Und noch die neuen Teammitglieder noch nicht gefangen haben. Ich hoffe, dass dann Jules und Eve beide anwesend sind, wenn es soweit ist. Und nicht schon eingeschlafen sind. Destroyer, dankeschön, dass du 5 Subs an die Community verschenkt hast. Das ist sehr lieb von dir. Und Chris, Sir Kai, Wanderwisser, Sword Knight und Rinoko. Viel Spaß mit eurem Sub und den schönen Emotes, die jetzt ja auch alle erneuert sind. Ich habe auch irgendwo Gegengifte. Pika! Ah, und du noch. Und die ganzen Subs im Chat. Das sieht schon knuffig aus. Es ist so ein bisschen Praise the Sub statt Praise the Sun. Da einfach eine Wand von Pokebällen im Chat ist. Ah, Gracie macht echt ganz guten Schaden. Harley ist noch ein bisschen von gestern mit seinen Sub-Bezeichnungen. Aber gut, es ist auch ein bisschen gemein, dass ich es umbenannt habe. Huch. Da muss Pika gleich nochmal tanzen. Wolfman, dankeschön, dass du auch nochmal 7... Warum auch immer 7? Aber 7 Subs rausgehauen hast. Das ist schon ziemlich cool von dir. Sind nur jetzt so schnell hochgescrollt, dass ich sie nicht vorlesen konnte. Ihr werdet ja bestimmt feststellen, wenn ihr plötzlich einen Ball habt. Dann viel Spaß mit euren Emotes, die ihr jetzt habt. Jetzt, wo ich den monatliche Subs-Counter rausgenommen habe, halt fürs Donation-Goal, weil wäre ein bisschen gequetscht gewesen sonst. Jetzt fangt ihr wieder an zu eskalieren, ihr Schlawiner. Bisa schon grumpy, das stimmt. Irgendwer? Tatsächlich mal keiner vergiftet oder am Schlafen. Mal ganz was Neues. 7, weil er jetzt 250 voll hat. Ah! Ja, gut, das ergibt Sinn. Da habe ich jetzt so schnell nicht hingeguckt. Ich schlaf mal nicht! Mal ganz was Neues. Entweder ist... Also paralysiert nicht, aber entweder es schläft irgendwer oder es ist irgendwer vergiftet. Bring bloß keine Käfer- oder Feuer-Pokémon hierher. Habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Ah, das grüne Geschenk sehe ich aber auch super selten. Irgendwo. Naja. Ja. Ich glaube, lila oder blau ist noch recht am Anfang. Das schon, aber grün. Aber es ist ein schönes Grün tatsächlich. Ich rechne mir das jetzt bitte nicht in Geld um, die 250. Habe ich nicht gerade noch gesagt, ich bin nie paralysiert? Es ist bestimmt auch nur grün, weil es die Dollarfarbe ist. Das hat Twitch doch mit Absicht gemacht. Irgendwann habe ich auch grün.
Moment, bei wie viel bist du jetzt gerade? Bei 100. Wobei, ich weiß natürlich nicht, du kannst auch bei 149 sein. Der hat einfach noch nicht hochgestuft, keine Ahnung. Aber okay. Die Emotes sind etwas gemein, wenn jemand eigentlich nicht gespoilert werden will. Ich sag mal so, ist jetzt nicht so, dass mein Onkel bei Nintendo arbeitet und ich die geheimen Infos habe, wie die Starterentwicklungen in Sword and Shield aussehen und ich daraus Emotes gemacht hätte. Also ich sag mal, Wolli ist, glaube ich, ist damit das erste Pokémon, was gezeigt wurde. Und ganz ehrlich, wenn du es nicht gesehen hast, du weißt ja nicht, dass es ein Pokémon ist. Vielleicht habe ich einfach nur ein Faible für Schafe. Ja. Ne? Höchstens Eclair Rage vielleicht. Aber fand ich jetzt nicht so dramatisch, auch wenn ich den Gedanken da verstehen kann. Ich mag Schafe übrigens wirklich ganz gerne. Ich finde, die sind cute. So, dich hatte ich, glaube ich. Dann dich noch. Und dann haben wir sie alle. Dann können wir Erika vermöbeln. Mäh. Schäfchen sind süß. Ich habe bei Eclair Rage zuerst gedacht, das wäre Gengar. Ja gut, es ist ja auch recht rangezoomt, ne? Hat Owei wirklich so ein Horn auf seinem Kopf? Horn? Ja, es hat ein Horn auf seinem Kopf. Ich glaube, es... Da. Ich glaube, das soll ein Riss sein, aber es sieht aus wie so ein Hörnchen für mich. Das ist auch so ein Hörnchen. Je länger ich mir das angucke, desto mehr sehe ich, dass es wirklich Risse sein sollen. Für mich ist das so ein Hörnchen. Also ganz ehrlich, das Gesicht unten rechts pennt, das Gesicht unten links pennt. Das Gesicht in der Mitte will mich umbringen. Das oben links ist einfach richtig hart Suidonis. Und das oben rechts versucht sich selber zu fressen. Luki, was? Jetzt, ja. Ich habe gelesen, dass du im Schlaf deinen Pulli gegessen hast. Und das hat mich kolossal irritiert. Aber ja, ein Schaf hat mal meinen Pulli gegessen. Das, ja. Weil wir gerade noch bei Schlafen waren, habe ich halt gelesen. Gab es nicht mal eine Story, dass du im Schlaf deinen Pulli gefressen hast, als du klein warst? Und ich dachte mir so, hä? Aber ja, ich wollte mal ein Schaf fressen. Oh, weil er hält einen Panzer. Okay. Dann nimm den Donnerblitz. Macht irgendwie alles keinen Schaden mehr. Na gut. Aber ich glaube, ich muss auf jeden Fall nochmal zum Pokémon Center, weil ich gesehen habe, ich habe nur noch zwei Body Slam. Damit komme ich, glaube ich, nicht so weit. Gut. Dann haben wir jetzt die ganzen Trainerinnen platt gemacht. Dann, wie gesagt, einmal zurück zum Pokémon Center. Porten kann ich mich leider erst, wenn ich draußen stehe. Und dann können wir uns um Erika kümmern. Da bin ich mal gespannt. Für Erika habe ich mir jetzt auch noch keine wirkliche Strategie zurechtgelegt. Also ich würde natürlich schon gerne Gracie noch entwickeln, weil ich glaube, dass Dragonier einfach ein bisschen mehr Durchschlagskraft hat und ein bisschen mehr aushält vor allen Dingen. Aber ich bin ganz froh, dass ich mir ein Dratini gefangen habe, nach der letzten Arena. Einfach, damit wir noch ein bisschen Zeit mit Dratini haben, weil es ja auf jeden Fall echt knuffig ist. Und ansonsten halt Hypno, ne? Melly und Leo können ja vielleicht ein bisschen helfen. Und dann können wir nach der Arena die neuen Teammitglieder natürlich fangen und wahrscheinlich auch Kai und Yuna wieder aus der Box holen und in der Zwischenzeit halt überlegen, wen wir halt dann ablegen wollen von denen, die wir jetzt haben. Also ich denke mal, Ale und Gracie kamen jetzt ja erstmal ins Team und Jan ist ja sowieso safe. Das heißt, ich denke mal, Alex muss dann auf jeden Fall auf die Box nach der Arena. Ja. Leo und Melly kamen halt zeitgleich rein. Eigentlich würde ich halt schon gerne noch ein Wasser-Pokémon behalten, also wahrscheinlich Alex und Melly, die können dann auf der Box zusammen Spaß haben. Why not? I ship it. So. Don Meloido. Don Meloido. Perfekt. Irgendwelche Einwände, Melly?
So, Gracie. Einen noch. So, Gracie versucht Slam zu lernen. Aber du hast auch schon Body Slam. Warum willst du die schlechtere Variante lernen? Stell dich mal vor, sie hätte keine TMs bekommen, dann könnte sie jetzt Wickel und Slam. So, Gracie entwickelt sich. Dratini ist so cute. Aber Dragoni ist einfach super elegant. Und es ist tatsächlich mal blau, nicht braun. Yay. So, und dann würde ich sagen, Ale kann mal 28 haben. Und dann ziehen wir den Rest zumindest auf 28 nach. Ich muss es so oder so früher oder später machen. Und dann passt das. Oh, der Donnerblitz. Stimmt, den habe ich schon wieder fast vergessen. Der Donnerblitz. Ja, bitte. Einfach anstelle von Donnerschock? Ja, komm. Dann ist es auch gleich oben. Ja, plötzlich die richtige Farbe. Nee, dann denke ich mal, dass wir nach der Arena mit Jan auf jeden Fall weiterziehen mit Gracie und Ale, weil beide eben noch nicht so wirklich lange dabei sind. Dann mit den beiden neuen Teammitgliedern und dann vermutlich noch mit Leo, damit ich halt zumindest ein Pokémon habe, was vom Typ Wasser ist. Ich muss halt mal überlegen, ob ich das eventuell zwischendurch auch mal umstelle, das Team. Weil wenn ich halt das mache, was ich halt immer mache, dann würde ich nach der Arena das Team Rocket Versteck machen, den Lavandia-Turm, dann den Radweg, dann den ganzen Weg nach Fuxania, dann die Safari-Zone, dann das Sivsko-Gebäude und dann erst die Arenen. Alex. Why? Alex. Warum? Was denn? Er will Heuler lernen! Auf Level 28? Oder so? 27! Alex will einfach nicht auf die Box gelegt werden. Deswegen hat er spontan Heuler gelernt. Nee, wie gesagt, ich würde halt... Baby Rage. Bis zur nächsten Arena noch super viel machen. Dementsprechend, wenn ich das Team halt erst nach Koga oder Sabrina wieder umstellen würde, wäre das schon eine ziemlich lange Phase. Aber... Joa, bei? Ja, Moment, das klappt doch gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe dann Jan, Ale und Gracie, die beiden neuen Teammitglieder. Und dann noch Yuna und Kai von der Box. Hm, Moment. Und dann noch Leo. Irgendwie habe ich da gerade Yuna und Kai gekonnt ignoriert. Bedeutet, die beiden neuen, Jan, Yuna und Kai... Und dann müssen sich eigentlich Gracie und Ale drum kloppen, wer drin bleibt. Irgendwie habe ich gerade die Box komplett ignoriert. Ja, gucken wir mal. Entscheide ich dann. Oh. Weißt du? Alex so Heuler, weil er nicht auf die Box will. Melly so Giftstachel, Baby Rage. Melly, no. Nein. Ha, die erste Gen. Ja. Gut, dass ich Sonderbonbons habe. Ihr müsst zugeben, dass das für den Stream sehr viel praktischer ist. So. Ich glaube, ich lasse Gracie auch erstmal vorne. Kannst du jetzt eigentlich langsam mal Makoto füttern gehen? Das wäre super lieb von dir. Ich habe noch gar nichts gesagt in der Richtung. Chat, ich sagte vor einer Viertelstunde, dass Jan Makoto füttern soll, oder? Ich habe nichts davon gehört. Ich habe es gesagt. Nein. Doch. Nein. Oh doch. Ich wurde ignoriert. Aber er hat sich immerhin jetzt auf den Weg gemacht. Unschwer nicht zu hören. Unschwer zu erkennen, das wollte ich eigentlich sagen. Das hat in dem Kontext keinen Sinn ergeben. Ich kann es bezeugen. Gut. Koto dreht durch, nebenan. Also wenn irgendwer mich nicht kennt und dann in diesen Stream kommt und nur dieses Meerschweinchengequieke im Hintergrund hört, denkt sich die Person auch so, Was da los?
Es ist vor allem faszinierend, dass es wirklich nur ein Meerschweinchen ist, was so laut ist. Nicht die drei, es ist wirklich nur Makoto. Gut. Was hast du ihnen gegeben? Salat. Gut. Ich weiß nicht, wie ein einzelnes Meerschweinchen so laut sein kann, und Makoto kann das. Dann wollen wir doch mal gucken, wie schlimm Erika wird. Wird auf jeden Fall länger dauern als Major Bob. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich. Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen. Ich bin Erika, die Arenaleiterin von Prismania City. Ich liebe die Kräfte der Natur, deshalb trainiere ich Pflanzen-Pokémon. Du möchtest gegen mich antreten? Also gut. Ich werde ohnehin nicht verlieren. Ich finde das nur so witzig, du kommst als Mann hier nicht rein, aber ich konnte hier auch einfach reinspazieren. Musst du mich nicht verkleiden wie Ash im Anime. Aber ich finde sie voll hübsch mit ihrem Kimono. So, sie startet mit Tangela. Hat auch schon Level 30. Oh Gott. Seht ihr bei Gracies, ich sag mal, Flügelchen, die sie am Kopf hat? Seht ihr das Möpp-Gesicht da drin? Ah, ja. Also quasi ganz unten, wo die Rundung ist, da ist voll das Möpp-Gesicht drin. Oh, das war ein Crit. Das was-Gesicht? Das Punkt-Punkt-Gesicht. Ach ja, der Klammergriff. Stimmt, das kann man auch als Jan-Schelle nehmen. Das ist schon irgendwie witzig. Aber sonst ist der Backsprite sehr schön. So. Das war jetzt ein bisschen anstrengend, aber Tangela ist schon mal weg. Dann kommt Ultrigaria. Gucken wir mal, wie viel wir da noch mit Gracie machen können. Der wird 32 auch schon. Oh, nice, die Paralyse. Dieses Geräusch macht mich fertig. Ich sehe neue, wunderschöne Emote-Designs. Ja, bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Hat aber Gracie schon mal zwei Pokémon gut weggeklatscht. Und dann noch Duflor. Fragt mich nicht, oder anders ausgedrückt, ich weiß natürlich, warum sie das Duflor hat, weil Pokémon Gelb eben auch so ein bisschen an den Anime angelehnt ist und sie da eben auch ihr Duflor hat, was total stinkt und Ash es dann im Feuer rettet und dann stinkt es da nicht mehr und alle sind glücklich und so weiter. Aber sie hat halt in Rot und Blau ein Giflor. Und ich glaube sogar auch ein Satzenia. Und dann hat sie hier nur ein Duflor. Ist schon, ja, es ist vom Level her höher, aber es ist schon so ein bisschen so ein Downgrade, ne? Genau wie Major Bob für mich auch ein Downgrade ist. Also sie haben sich da echt so ein bisschen, glaube ich, zu sehr, als ob du schon Blättertanz hast auf 32! Zu sehr am Anime orientiert. Aber das war nicht schwer. Ich muss an die Lage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Ich übergebe dir den Farborden. Nice. Fällt gerade ein, ich habe ja Gracie jetzt auch bis Level 30 trainiert. Also sie gehorchte mir auch nur bis Level 30. Oder war das in der ersten Gen auch schon so, dass es nur für getauschte Pokémon gilt? Weiß ich gerade gar nicht. Ah ja. War ja nicht Level 31. Und ich kann Stärke einsetzen. Nicht, dass ich das hätte, aber okay. Und dann noch den Megasauger. Ja, Megasauger, nicht Gigasauger. Eigentlich hat Ash nur drei Orden, glaube ich, wirklich selbst gewonnen in Kanto, oder? Den ersten hat er geschenkt bekommen, den zweiten hat er... Da hat er zwar irgendwie auch gekämpft, aber... Das war nur unentschieden, aber trotzdem geschenkt. Er hat ihn auch geschenkt bekommen. Major Bob hat er halt wirklich bekämpft. Erika war geschenkt. Sabrina war geschenkt. Koga hat er, glaube ich... Wobei, nee, Koga war auch geschenkt. Koga war auch geschenkt. Pyro hat er gekämpft. Ja. Giovanni hat er auch zwar gekämpft, aber nicht gegen Giovanni. Also zwei Orden hat er von 8 richtig sich verdient. Ja. Wobei man muss dazu sagen, die Orden, die er sich verdient hat in Kanto mit Major Bob und Pyro, die Kämpfe waren halt schon echt geil. Also gerade der von Pyro natürlich.
Nein. Doch. Pikachu gegen Raichu, hallo? Das war ja langweilig. Nein. Aber ja, er hat sehr viel geschenkt bekommen. Ich würde nur schon fast sagen, er kann da ja gar nichts für. Aber Rocco hat es ja wirklich versucht. Ich habe immer noch nicht nach den Donations geguckt. Bin so ein Lappen. Aber Rocco hat es versucht. Bei Misty hat er es auch versucht. Bei Erika wollten sie ihn einfach nicht reinlassen. Bei Sabrina hat das versucht, bei Koga hat das auch versucht. Es hat nur nicht so gut funktioniert. So, dann speichere ich einmal und dann gucke ich jetzt wirklich mal nach. Ich habe das schon wieder viel zu lange vergessen, weil mein Kurzzeitgedächtnis einfach echt schlecht ist. So. Ich glaube, das letzte, was wir hatten, war das von Bernadetta, meine ich. So, dann haben wir einmal die Donation von Melly. Die ist ja jetzt schon ein bisschen älter, aber ich habe es ja die ganze Zeit vergessen. So, einmal die Kosten für mein eigenes Paket und noch ein kleines bisschen für die anderen, auf dass das Donation Goal bald voll ist. Danke, dass du die tolle Aktion nochmal machst. Ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde, aber bislang ist das schon ziemlich cool. Vor allem, wie motiviert einfach alle mit dabei sind. Dankeschön. Dann haben wir noch die Donation von Eve. Die ganzen Mods ballern erstmal. So, immer diese unruhigen Beträge. Unruhigen? Ja. Die unruhigen Beträge. Nein, das stand da nicht. Immer diese unrunden Beträge hier, Jan Rage. Und hi. Ich finde die Wichtelaktion richtig genial, also unterstütze ich sie auch gerne mit. Dankeschön. Und dann haben wir noch eine von Floskemaru. Hey Svenja, ist zwar nur ein kleiner Beitrag, mehr ist aktuell nicht drin, Schüler und so, aber ich hoffe, du freust dich trotzdem. Ja, natürlich. Also alles, was uns näher ans Donation Goal bringt, ist doch super. Von daher gesehen, Dankeschön. Gracie weint, weil ihr Pokédex-Eintrag ignoriert wurde. Oh, dann müssen wir deinen Pokédex-Eintrag auch noch lesen. Aber du kriegst ja zumindest dann noch einen von Dragoran später. Es ist doch einfach zu viel für mich, so viel gleichzeitig machen zu müssen. Aber Gracie ist zumindest irgendwo da unten. Ist nicht so schwer zu finden. Ja, okay. Da. Gracie hatte als Stratini einfach einen richtig geilen Eintrag. Diese mysteriöse Gracie wurde erst kürzlich entdeckt, als sie einem Fischer zufällig ins Netz ging. Das finde ich schon sehr geil als Eintrag. Nur wenige haben diese Gracie jemals gesehen. Das ist sehr akkurat, wenn ich so drüber nachdenke. Sie wird von einer mysteriösen Aura umgeben. Die Aura der Knuffigkeit allerhöchstens. Mein Pferd kann fliegen. Das ist schön. Also den Eintrag finde ich gut. Das auf jeden Fall. So. Dann gehe ich schon mal an die Box. Und hol schon mal Kai und Yuna wieder raus. Denke ich. Oder ich lege erstmal wen ab. So. Bedeutet. Alex macht erstmal ein Päuschen. So dumm. Und Melly macht erstmal ein Päuschen. Und Leo macht auch ein Päuschen. Und dann ist die Frage, ob wir jetzt Ali oder Gracie ablegen. Ich nehme erstmal Yuna und Kai wieder mit. So. Und so. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich Gracie oder Ali ablege. Kommt halt drauf an, wo ich jetzt erstmal hingehe. Ich habe dann Pika. Habe ich noch was Pflanzenmäßiges und Kampfmäßiges? Ich weiß es nicht. Ich bin überfordert. Die Sache ist, Gracie hat halt schon Level 30. Ach komm.
Gracie macht erstmal ein Päuschen, weil sie sich in der Arena so gut geschlagen hat und weil sie ja sowieso vor den wenigsten gesehen wurde, ne? Gracie ist halt zu fabulous, um jetzt mitzukommen. Einigen wir uns da drauf. Okay, dann haben wir jetzt wieder Platz.